Herzlich willkommen im Vincentinum. Mein Name ist Elke Krapf. Ich bin Lehrerin in der ersten und zweiten Klasse. Ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Renate Hebig. Ich bin Erzieherin in der Stufe 1-2 und wir möchten Ihnen jetzt unser Konzept vorstellen. Vielleicht haben Sie sich schon gewundert über diesen etwas seltsamen Namen, Marchtaler Plan. Es kommt einfach daher, dass es in Baden-Württemberg einen Ort Obermarchtal gibt. Sie sehen dazu auf der Folie die Bilder. Und dort wurde sozusagen schon in den 80er Jahren der Marchtaler Plan entwickelt als Bildungs- und Erziehungsplan, zuerst für die freien katholischen Grund- und Mittelschulen der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und heute gibt es auch in Bayern Verschiedene Schulen, die nach dem plan Plankonzept unterrichten. Grundlegend im Marichtaler Plan bzw. als Fundament ist unser christliches Menschenbild. Jeder Mensch ist einzigartig, und so wollen wir die Begabungen und Fähigkeiten der Kinder fördern, gezielt an einzelnen Schwächen arbeiten und auch mithelfen, dass sie ihre Persönlichkeit entfalten können. Besonders wichtig ist uns die Werteerziehung. Im Marchtaler Plan, im Unterricht morgens, gibt es vier Säulen, die ich Ihnen dann im Folgenden im Näheren vorstellen möchte. Die freie Stillarbeit, die bei uns hauptsächlich in Wochenplanarbeit stattfindet, den vernetzten Unterricht, Morgenkreis und natürlich gibt es bei uns auch Fachunterricht. Was versteht man unter freier Stillarbeit? Das erste Wort frei bedeutet für uns freie Wahl des Materials. Das heißt, die Kinder dürfen sich Arbeitsmittel, Rechenhilfen usw. So frei auswählen. Außerdem kann jedes Kind in seinem eigenen Arbeitstempo eine Aufgabe erledigen. Und es besteht immer die Möglichkeit der Wiederholung. Auch die Sozialform können die Kinder selber wählen, ob sie alleine an etwas arbeiten oder vielleicht mit einem Partner. Neben dem Klassenraum stehen uns auch ein Nebenzimmer und der Gang zur Verfügung. Das heißt, die Kinder können auch gelegentlich nicht nur an ihrem eigenen Tisch, sondern vielleicht auch im Nebenzimmer oder auf dem Teppich, auf dem Boden arbeiten. Dabei ist es natürlich wichtig, dass Freiheit nur möglich ist, wenn sich alle an die bestehenden Rituale und Regeln halten. Und da kommt schon der zweite Schwerpunkt, nämlich still. Es ist nicht damit gemeint, dass man gar nichts sagen darf, sondern wir versuchen, eine möglichst ruhige Arbeitsatmosphäre herzustellen. Das heißt, dass wir versuchen, miteinander im Flüsterton zu sprechen um andere Kinder nicht zu stören. Dabei hilft uns, dass viele Materialien ganz eindeutig im Gebrauch sind, das heißt, dass sie eine Selbstkontrolle haben oder selbsterklärend sind. Der Hintergrund, weshalb uns das so wichtig ist, wird in verschiedenen pädagogischen Konzepten dargelegt, besonders auch bei Maria Montessori, die in ihren Schriften ganz ausführlich dargelegt hat, dass die Stille wichtig ist, um Konzentration der Aufmerksamkeit zu ermöglichen. Sie nennt es das Phänomen der Polarisation. Damit ist gemeint, wenn ein Kind so vertieft in eine Aufgabe ist, dass es die Außenwelt überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Vielleicht kennen Sie das, wenn Ihr Kind. Ganz ins Spiel vertieft ist, vielleicht einen Turm baut, mit Klötzchen spielt und sich so stark auf die Aufgabe konzentriert, dass es die ganze Welt außen herum sozusagen ausblendet. Der dritte Bereich, das Wort Arbeit, leitet sich daher, dass Montessori auch gesagt hat: Das, was ein Kind da leistet, das ist tatsächlich Arbeit. Deswegen sprechen wir auch von Arbeitszeit und nicht von Spielzeit. Und unsere Materialien werden extra Material genannt und nicht Lernspiele, obwohl sie natürlich ganz oft einen spielerischen Charakter haben oder in Spielform aufgebaut sind, als Puzzle, als Domino oder ähnliches. Das hat einfach damit zu tun, dass man diese Arbeit des Kindes wertschätzt. Konkret schaut das bei uns am Vincentinum so aus. Es gibt einen Wochenplan, der als Richtpensum dient. In diesem Wochenplan gibt es immer Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben. Und natürlich ist es auch immer möglich, individuelle Absprachen zu treffen. Wenn zum Beispiel ein Kind mal ein, zwei Tage erkrankt war, kann man aus dem Wochenplan etwas wegstreichen und so weiter. Damit wollen wir versuchen, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern und helfen, dass sie, die Lehrer, die Erzieher, alle, die an, der, an diesem Prozess beteiligt sind, auch eine Übersicht haben über die geleisteten Arbeiten und so den Kindern helfen, dass sie später lernen, ihre Aufgaben der Woche für sich sinnvoll einzuteilen und ja, überlegt an die Sache heranzugehen. Für uns als Lehrer schaut das in der freien Stillarbeit so aus, dass wir da sind, um den Kindern individuell etwas zu erklären, dass wir gezielt beobachten, wo gerade ein Kind steht und natürlich ist es so, dass auch alle Aufgaben von uns korrigiert werden, sodass die Kinder und auch Sie als Eltern eine Rückmeldung von uns erhalten, wie die Aufgaben geleistet wurden. In der Praxis schaut das so aus, dass die Schulräume um 7.45 Uhr geöffnet werden, die Kinder zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr sozusagen gleitend in Gleitzeit in das Klassenzimmer kommen können. Damit haben wir als Lehrer die Möglichkeit, die Kinder individuell in Empfang zu nehmen. Ich habe schon gesagt, dass der Wochenplan als Richtschnur dient, die uns hilft, ja, dass Kinder eben nicht nur in einer Woche zum Beispiel nur Mathematik erledigen oder nur Deutsch, sondern dass man auch sieht, dass der Lehrplan an sich, der für die erste, zweite Klasse vorgesehen ist, auch erfüllt wird. Wir haben sehr viele Materialien in den Schränken, die den Kindern die notwendige Unterstützung geben. Natürlich gibt es auch immer wieder einzelne Schüler, die mit der Freiheit nicht so zurechtkommen, die wir dann an die Hand nehmen und individuell mit den Kindern entscheiden, was für sie an welchem Tag dran ist. Das vielfältige Material hilft sowohl starken Schülern, die vielleicht auch schneller vorwärts kommen wollen, beziehungsweise weiterführende Materialien verwenden, als auch schwächeren Kindern. Dadurch können wir immer mehr auch Aufgaben veranschaulichen und den Kindern dabei helfen. Das zweite Standbein oder die zweite Säule ist der vernetzte Unterricht. Hintergrund des vernetzten Unterrichts ist ein ganz alter Pädagoge, Pestalozzi, den Namen haben Sie sicherlich schon mal gehört, und der hat vor vielen, vielen Jahren schon angeprangert, dass den Kindern die Welt sozusagen immer in kleinen Portionen zerstückelt dargebracht wird. Wenn Sie sich an Ihre eigene Schulzeit erinnern, gab es wahrscheinlich auch eine starke Unterteilung in verschiedene Fächer, Biologie, Erdkunde, Deutsch, Mathe, die oft gar nichts, oder die Themen gar nichts miteinander zu tun hatten. Im vernetzten Unterricht versuchen wir, ein Thema in den Mittelpunkt zu stellen und ganzheitlich an dieses Thema heranzugehen, mit Kopf, Herz und Hand. So entstehen ungefähr sechs bis acht Unterrichtsthemen pro Schuljahr, über die dann mehrere oder an denen dann mehrere Wochen gearbeitet wird. Im vernetzten Unterricht kommen sowohl die Fächer Religionslehre als auch die Sachfächer vor. In der Grundschule heißt es ja Heimat- und Sachunterricht, später in der Mittelschule teilt sich das nochmal auf. Aber auch Deutsch, Kunst, Musik werden miteinander vernetzt. Wie schaut das in der Praxis aus? Je nach Thema ist die Länge eines vernetzten Unterrichtsthemas circa, circa drei bis sechs Wochen. Der vernetzte Unterricht sollte möglichst täglich stattfinden. Allerdings gehen wir dabei weg von dem 45-Minuten-Rhythmus. Die Klassenlehrer, Fachlehrer und Erzieher sprechen sich über die Themen ab, denn oft sich auch, äh, ergeben sich auch Verknüpfungen mit dem Nachmittag. Zum Beispiel bei uns in der ersten und zweiten Klasse ist es eine schöne Tradition geworden, wenn wir morgens das Thema Herbstzeit der Fülle behandeln, Obst, Gemüse dass dann am Nachmittag ein Obstsalat hergestellt wird im Hort oder vielleicht auch eine Gemüsesuppe gekocht wird. Natürlich können auch in der freien Stillarbeit Themen des vernetzten Unterrichts vorkommen, beziehungsweise Materialien aus dem vernetzten Unterricht werden auch in der freien Stillarbeit zur Verfügung gestellt und dann ähm, können dann eben individuell bearbeitet werden. Auch eine Art Portfolioarbeit steckt da dahinter, denn am Ende eines Themas werden alle Arbeiten, meist in Form von Arbeitsblättern, zu einem Themenbuch gebunden. Diese Themenbücher erhalten die Schüler dann zum Zeugnis, also zum Halbjahr oder zum Schuljahresende, mit nach Hause und können dann immer wieder nachlesen und schauen, was habe ich denn in der ersten, zweiten, dritten Klasse und so weiter gelernt, wie habe ich da gearbeitet? Ich möchte Ihnen das nun an einem konkreten Beispiel zeigen. Thema Wasser. Lebendiges Wasser. In der Mitte steht die Wabe, das Wasser als kostbares Gut. Es macht fruchtbar, reinigt, hält alles am Leben. Und dann wird dieses Thema sozusagen in verschiedene Bereiche, ähm, ja oder aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Wasser hat viel mit Experimentieren zu tun, vermuten, erproben, überprüfen und auch dokumentieren. Zum Beispiel die Aggregatzustände. Wann ist Wasser fest, flüssig, gasförmig? Was verändert sich dabei? aber auch Experimente zum Schwimmen und Sinken, weshalb kann ein Schiff schwimmen, obwohl es doch aus Metall besteht, oder auch Stoffe, was passiert, wenn ich Farbe in Wasser gebe oder Sand und so weiter. Also Sie sehen schon, dieser Bereich hat natürlich, oder diese Bereiche haben natürlich auch immer Schwerpunkte. Hier dann mehr im physikalischen Bereich. Aber natürlich spielt das Thema Wasser auch im, in Biologie eine große Rolle. Umweltschutz. Wenn Wasser so wichtig für uns ist, wenn alles Leben Wasser braucht, müssen wir unser Wasser schützen. Welche Verantwortung können auch wir dafür übernehmen? Wo können wir Wasser sparen, Wasser sauber halten? Welche Tiere und Pflanzen gibt es? Was brauchen diese? Und natürlich werden auch einzelne Tiere und Pflanzen genauer angeschaut. Wie leben die? Was brauchen die? Was haben diese Tiere? Wie haben die sich angepasst? Gleichzeitig werden zum Thema Wasser entsprechend Lesetexte ausgesucht. Es gibt Lieder, Musik, Werkhören zum Thema Wasser. Und natürlich gibt es auch Kunstbilder, die das Thema Wasser in den Mittelpunkt stellen. Bei uns wird auch der Religionsunterricht in den vernetzten Unterricht mit eingebunden. Wasser erinnert uns an das Weihwasser, an die Taufe. Jesus schenkt neues Leben.